Passwörter gehören nicht erst seit der Geburt der heutzutage allgegenwärtigen Informationstechnologie zum Repertoire menschlichen Erfindergeistes, wenn es darum geht, geheime Informationen vor Zugriff durch Dritte zu schützen. Rein bezogen auf die IT-Branche und deren Ableger, welche unlängst Einzug in das Privatleben des überwiegenden Großteils der weltweiten Bevölkerung gezogen haben, stellt sich aber vor allen Dingen immer wieder die Grundfrage, wann ist ein Passwort sicher? Spätestens seitdem IT-Systeme breiten Einzug in das Arbeits- und Privatleben vieler Menschen gehalten haben, gibt es großen Diskurs rund um das Thema. Unter anderem, weil mit der Weiterentwicklung von Sicherheitssoftware auch immer die Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Aushebelung, Umgehung, Zerstörung oder Infiltration selbiger einhergeht, aber auch, weil der Grundtenor zum Finden sicherer Passwörter als Grundidee zwar immer ähnlich geblieben ist, sich aber selbstverständlich ebenso in Nuancen durch den technischen Fortschritt und durch gesellschaftliche Veränderungen weiterentwickelt. Demzufolge gilt selbstverständlich als sicheres Passwort, was schwierig zu knacken ist. Also Wörter oder Zahlen und Buchstabenmischungen, die zum Beispiel in keinerlei Korrelation oder Kausalität zu Informationen stehen, welche einfach zugänglich oder einfach zu erraten sind, wie beispielsweise Begriffe aus dem Umfeld desjenigen, der das Passwort festgelegt hat, oder gängige oder nahe zusammenliegende Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Es geht also im Prinzip darum, Abstraktion zu kreieren, wenn es darum geht, ein gutes Passwort zu finden. Mal abgesehen davon, dass eine gewisse Länge des Passwortes zur Sicherheit alleine schon deswegen beiträgt, weil mehr Stellen automatisch mehr mögliche Kombinationen insgesamt bedeuten, wodurch es entsprechend der Malware erschwert wird, einfach alle möglichen Kombinationen durchzuspielen, bis die richtige gefunden wurde. Heute stehen Menschen im Privat- wie oft auch im Berufsleben allerdings vor einer weiteren Herausforderung. Die schiere Menge an Passwörtern, die wir für verschiedene Applikationen, Sicherheitsebenen, Nutzerkonten und so weiter brauchen, macht es mitunter schwierig, immer mit einem neuen Passwort aufzuwarten, Passwörter oder Elemente selbiger nicht zu vertauschen und demzufolge auch ständigen Passwort-Resets aus dem Weg zu gehen. An dieser Stelle kommen dann Passwortmanager ins Spiel, welche Passwörter nicht nur immer sicherer verwahren und bei Bedarf abrufen, sondern auch je nach Belieben des Nutzers organisieren können. Der Vorteil gegenüber der Passwortspeicherung über Browser beispielsweise besteht hier natürlich darin, dass die Passwörter überall abrufbar sind, anstatt nur in dem Browser, in dem sie gespeichert wurden. Multipliziert man diese Möglichkeiten dann noch mit der Verfügbarkeit auf den zahlreichen Geräten, die einen Menschen oder einen Haushalt heutzutage begleiten können, wird einem schnell klar, wie viel Zeit Passwortmanager jemandem im Alltag sparen können. Abschließend sei in diesem Video noch einmal die Haltung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, erwähnt, welches die Idee, mit regelmäßigen Passwortwechseln präventiv vor ungewolltem Zugriff Dritter schützen zu wollen, verworfen hat. Zugrunde liegt die Meinung vieler Stimmen aus der Security Community, dass regelmäßige Wechsel eher dazu führen, dass schwache Passwörter durch das Nutzen von Schemata bei der Generation von Passwörtern genutzt werden. Hinzu kommt, dass bei der Gründlichkeit deutscher Behörden kaum verwunderlich sein dürfte, dass die Pendants aus Großbritannien, namentlich CSG mit 2016 und den USA, namentlich NIST mit 2017, bereits viel früher von derartigen Regelungen Abstand genommen haben, wobei letztere sogar das regelmäßige Wechseln von Passwörtern ins Leben gerufen hatte.